Freunde, recht herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Maschinenliste mit Detailinformationen zum LS25. Und zwar ist es doch so, dass Giants auf ihrer Webseite eine Liste immer wieder aktualisiert. Und zwar ist es diese Liste hier, die gibt es seit 1,5 Wochen jetzt. Und ja, da gibt es jetzt quasi wieder ein Update. Und ich werde das jetzt ein bisschen anders machen wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal sind wir die Liste einfach durchgegangen. Ja, da wird man jetzt quasi einfach die Modelle vom letzten Video wiedersehen. Ich werde jetzt schauen, dass ich, weil viele Maschinen, die jetzt neu hinzugekommen sind, die gibt es schon im LS22, jetzt für den 25er offiziell angekündigt wurde. Und deshalb gehen wir offiziell rein in das Spiel, in 22er, und dann habe ich hier das Gerät, was kommen wird für den 25er, exakt hier mit schon den passenden Detailinformationen. Ob der Grundpreis, den ihr hier unten seht, und der Gesamtpreis dann noch exakt so sein wird, das werden wir sehen. Aber der Rest der Informationen passt auf alle Fälle. Aber es werden auch jede Menge neue Maschinen dabei sein, die es so im 22er noch nicht gab. Seid gespannt. Also von Bommech wird dieser Schleppschlauchverteiler kommen. Von DeWulf wird entsprechend ein Roder kommen. Mit dem werden wir die Erdfrüchte ernten können. Karotten, Pastinake und rote Beete. Haben wir ja schon gespielt. Wer sich näher dafür interessiert, kann gerne die Vorstellungsvideos von mir von der Premium Edition anschauen. 100 PS braucht man. 0,8 Meter Arbeitsbreite. Dann können wir mit 10 km/h ernten. Dann auch von DeWulf kommt dieser an den Dreipunkt angehangene Ernter, Klemmbandroder. Der lädt es hier hinten direkt auf eine Kiste drauf und der kann auch Karotten, Pastinake und rote Beete ernten, auch 0,8 Meter Arbeitsbreite, braucht aber weniger Leistung, fährt dafür auch ein bisschen langsamer. Weiter haben wir von Fliegel den Tiertransporter, den Noah TTW 140, Conti Hybrid AT3. Dann haben wir von Grimme EF 400, das ist die Dampffräse mit 4 Dämme, was die gleichzeitig macht. 3 Meter Arbeitsbreite, wir brauchen 160 PS. Dann haben wir auch von Grimme die GF 800. Ist auch wieder eine Dampffräse, wo wir dann quasi im Endeffekt Karotten, Pastinaken, rote Beete reinsäen. Die geht auf 6 Meter Arbeitsbreite, also doppelt so breit, und macht 8 Reihen entsprechend. Wir brauchen aber auch mehr Leistung. 270 PS in diesem Fall. Dann gibt es von Horsch die Maestro 9.75 RX. Das ist eine Sämaschine. Ja, eine Einzelkorn-Sämaschine. Die hat auch eine Düngeverteileinheit mit dabei, die man dazu konfigurieren kann. Wirklich ein schickes Teil. Sehr gut gemoddet, oder was heißt gemoddet? Ja, von Giants entsprechend ins Spiel integriert. Haben wir ja gesehen, als das Horsch DLC damals rauskam. Wir brauchen 170 PS, 6,7 Meter Arbeitsbreite hätten wir. Können wir damit 15 km/h übers Feld fahren und entsprechend ansehen. Dann wird von John Deere ein Frontlader kommen, und zwar der 663R. Zudem speziell habe ich nicht mehr Infos, weil den gab es im LS22 noch nicht. Da gab es nur den 603, jetzt gibt es hier den 663. Wenn ich mir den aber anschaue von der benötigten Leistung, schaut der tatsächlich aus, als ob der baugleich zu dem 603er wäre. Ich habe hier auch mal ein paar Detailfotos von der Herstellerwebseite direkt. Ich konnte hier jetzt aber auf die Schnelle nicht rausfinden, ob das jetzt hier ja eine Modelländerung ist, die jetzt eine neue Bezeichnung bekommen hat oder so. Vielleicht weiß es einer von euch. Dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Weiter haben wir dann diese Presse, die C441R.
Die wurde ja in den Factsheets letzten Freitag vorgestellt. Mit der können wir quasi Rundballen pressen. Hat hinten direkt eine Wickelkombi dran. Auch 110 PS zum Pressen. Und dann haben wir noch zwei Traktor-Serien. Und zwar die Modellreihe von John Deere, die 6R. Und zwar geht es hier von 175 bis 215 als Modellreihe. Prinzipiell war im 22er der 6R schon drin, aber das ist jetzt das Nachfolgemodell. Jetzt wird es nämlich anders bezeichnet. Ich glaube, es war der 6230 und 6250, den es im 22er gab. Und jetzt wird es hier den 175 und dann bis hoch zum 215 geben. Hat eine Leistungsklasse von 223 bis 259 PS, fährt 50 km/h. Und dann gibt es hier auch die komplette 7R-Serie, aber die gab es tatsächlich so schon im 22er. Sehen wir auch hier wieder, gibt es dann vom 7R 270 bis hoch, also mit 305 PS startet er, bis hoch zum 7R 350 dann, der dann 388 PS hätte. Dann gibt es von John Deere LaForge EZ 1700 ein Zusatzgewicht, ja, wiegt 1,7 Tonnen. Das wird ja, so ein bisschen unterhalb vom Traktor angebracht, dass wir einfach hier Zusatzgewicht an einer ja, sehr, sehr tiefen Stelle am Traktor verbaut haben. Es wird das Pickup 1150 Zusatzgewicht geben mit 1,2 Tonnen. Es wird von Kessler ein ja, Rückewagen für den Forsch geben, und zwar den 144 ND. Dann wird es von Kingston Trailers den Belverde Trailer geben, mit dem könnt ihr unter anderem Pferde transportieren. Dann kommt von der Firma Knoche Speedmax 560, ist quasi hier eine Messerwalze, also damit können wir mulchen, auf 5,6 Meter Arbeitsbreite, 130 PS brauchbar, können wir mit 18 km/h übers Feld pfeifen. Dann gibt es hier entsprechend von Kercher einen Hochdruckreiniger, ja, den gibt es ja seither auch schon, kann man einfach bauen, platzieren und kann dann seine Geräte putzen, aber den gibt es jetzt scheinbar auch als fahrbares Modell, denn hier ist eine Leistung und eine Geschwindigkeit angegeben. Das heißt, ihr werdet dann hier einsteigen können und könnt ihn dann auch bewegen, eventuell um euer Fahrzeug herum und es dann nach und nach waschen. Finde ich definitiv sehr, sehr cool, dass man ihn dann auch verrücken kann. Weiter geht's dann von Garant Kotte mit einem Feldrandcontainer, der kann 65.000 Liter fassen. 70 PS braucht man, um den zu fahren, er wird ja quasi nur leer über die Straße gefahren und da kann man dann Gülle reinpumpen und absaugen. Dann kommt natürlich der große Zubringer hier mit 30 Kubik, auch von Garant Kotte, wiegt 6,8 Tonnen, perfekt dann um den Feldrandcontainer befüllen. Dann haben wir von Krone den Profiliner, womit wir unsere Paletten und alles transportieren können. Der wird jetzt im 25er mit Sicherheit noch viel, viel relevanter werden. Wir haben von Kubota den R640. Der wurde auch schon in den Factsheets näher vorgestellt. Mit 61 PS, 70 Liter Tank, kann 18 km/h fahren. Wir haben weiter von Kubota den RTVX 1140 WH. 25 PS, ein Personentransportfahrzeug. Und hinten drauf ist noch so eine kleine Ladefläche, wo wir ja, ein bisschen was drauf laden können, und zwar 280 Liter ganz genau. Weiter haben wir dann den RTV XG 850 Sidekick von Kubota. Da haben wir jetzt nur zwei Personen Platz, dafür haben wir eine etwas größere Ladefläche hinten. Auch der wird für den 25er kommen. Kommen wir zu der Marke Kuhn. Hier kommt das Schmetterlingsmähwerk mit 8,30 Meter Arbeitsbreite.
auch 120 PS Leistung, und zwar das GMD 837FF. Ja, ein sehr, sehr beliebtes Mähwerk, habe ich sehr, sehr gerne immer genutzt. Weiter kommt von der Firma Kuhn eine Kreiselegge, und zwar die HR6040 RCS. 250 PS brauchen wir hier. Da können wir auf 6 Meter Arbeitsbreite unser Saatbett zubereiten. Wir haben von Kuhn die Maxima 3 Till. Zwar ist das eine Einzelkorn-Sämaschine, mit der wir sehr, sehr viel säen können. Auch 150 PS, 6 Meter Arbeitsbreite bei 10 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Weiter von Kuhn haben wir hier den Wagen, um Strohballen aufzulösen, also um unsere Tiere einzustreuen. Hier hinten können wir Quaderballen reinpacken. 2 Ballen gehen auf einmal rein. Wir brauchen einen Traktor mit 100 PS und dann wird das Ganze zerhäckselt und mit dem Rohr hier direkt in den Stall reingeblasen. Es gibt auch diesen Futtermischwagen, sehr, sehr kleiner. Von Kuhn kommt auch wieder der RA 142. 11,9 Kubik Ladevolumen, 90 PS braucht man, um das Ganze zu mischen. Also perfekt für kleine Stadthöfe. Dann kommen wir zu dem letzten Gefährt von der Marke Kuhn, was jetzt dazugekommen ist. Und zwar der SW4014. Das ist ein Ballenwickler, der kann Rundballen und Quaderballen wickeln. Ja, zumindest die kleineren Größen, die 180 und die 240 cm kann er nicht. Aber ansonsten kann er schon sehr, sehr viel wickeln und auch der wird entsprechend hier das Verbrauchsgütersystem von RaniWrap unterstützen, dass ihr hier ja nachfüllen müsst, die ganzen Folien entsprechend. Kommen wir zu Querneland. Von Querneland wird es die Mini Air Nova Klappbar geben. Das ist die große Sämaschine, um die ganzen Erdfrüchte zu säen, Karotten, Pastinaken, rote Beete. 6 Meter Arbeitsbreite. So 6 Reihen können wir auf einmal säen. Ne, nicht 6 Reihen, 8 Reihen sind es. Sorry, Leute. 6 Meter Arbeitsbreite, 70 PS brauchen wir. Mit 10 km/h können wir fahren. Weiter wird es dann auch die kleine Mini Air Nova geben. Die macht dann 4 Reihen auf 3 Meter Arbeitsbreite. Braucht man halt einfach länger. Dafür reicht ein Traktor mit weniger Leistung aus. Weiter von Querneland wird auch für den 25er wieder die Optima RS kommen. Eine richtig, richtig große Einzelkorn-Sämaschine. 9 Meter Arbeitsbreite, mit 18 km/h können wir arbeiten, aber wir brauchen dafür auch 180 PS Leistung. Dann kommen wir zu der Marke Load King. Hier wird der Triple Hopper wieder kommen. 51.800 Liter passen hier insgesamt rein. Er wiegt 8,4 Tonnen leer. Und damit könnt ihr euer Getreide vom Feld fahren oder zur Verkaufsstelle. Passend dazu einmal ein LKW, und zwar von der Marke Mack, der Anthem 6X4. Hat 425 PS, 606 Liter Dieseltank, fährt 80 km/h. Und da könnt man unter anderem den Load King Anhänger dranhängen. Dann haben wir die Marke Massey Ferguson. Hier kam ein Anhänger zusätzlich dazu. Der kann 28.000 Liter laden und der wird in erster Linie für Zuckerrohr verwendet. Dass man das entsprechend hier drin ja, aufsammelt und dann wieder abkippen kann. Weiter haben wir noch einen weiteren Traktor von Massey Ferguson, und zwar den MF5700S. Das ist auch eine komplette Serie, geht von 95 bis 130 PS. Und er war tatsächlich im 22er nicht dabei. Da gab es zwar die 5S-Serie, aber 5700S gab es da tatsächlich nicht. Somit neu für den 25er. Dann hat sich auch bei der Marke Nardi etwas getan.
Hier kommen der Schneidwerkswagen N7030 dazu, sowie auch der N7040. Da gibt es ja unzählig viele verschiedene, je nachdem, welche Schneidwerksart das ihr entsprechend habt. Kommen wir zu New Holland. Hier, ja, haben wir auch ein neues Gerät, was wieder in den 25er kommen wird, und zwar der 130 FB. Damit könnt ihr unter anderem eure Pappeln häckseln. Es kommt auch der große Welthäcksler von New Holland wieder, der FR 780 mit 775 PS, 1200 Liter Dieseltank, 40 km/h, und ja, das war es auch schon so mit den wichtigsten Informationen. Auf jeden Fall ein großer Häcksler, den ihr euch wieder freuen könnt. Dann gibt es auch diesen kleinen Lader hier, der L318. Ich glaube, der kam mit der Silverrun Forest Karte rein. 68 PS, fährt 18 km/h, und hier vorne könnt ihr diverse Anbaugeräte ranbauen. Auch die große Traktorreihe T8 Genesis Series von New Holland wird wieder am Start sein im LS25. Da gibt es ja auch zig verschiedene Modelle von 351 PS hoch bis zu 451 PS. Habt ihr da hier einige da zur Auswahl? Dann von der Marke Paladin. Ja, da gibt es unter anderem eine Ballengabel, es gibt eine Gabelzange, es gibt eine Hochkippschaufel, es gibt eine Poldergabel, es kommt der SFB 750, das ist von Meißel. Der kam auch mit dem Silverrun Forest DLC, wo es darum geht, dass plötzlich Steine irgendwo rumliegen und man kann die dann per Mission wegmeißeln. Dann eine Stumpenfräse von Paladin wird kommen, eine Folienballenzange und natürlich auch diese Palettengabel wird auch wieder mit am Start sein. Weiter sind in dieser Liste jetzt erstmals auch Maschinen von Pöttinger mit drin, und zwar der Heuwender Alphil Alpine Hit 4.4H, 4,4 Meter Arbeitsbreite, braucht 30 PS Zugkraft. Der Boss Alpine Ladewagen kommt natürlich auch wieder, 251 die Markenbezeichnung, 16.100 Liter Ladevolumen auf 60 PS und mit 17 km/h könnt ihr dann euer Grasheu wie auch immer laden. Der größere Bruder davon, der Pöttinger Faro 4010D, wird auch wieder mit am Start sein. Wir brauchen 130 PS und können dann mit 17 km/h aufsammeln. Dann gibt es auch wieder den kleinen Dreischabflug von Pöttinger, den Servo 25. Von Ropa wird wieder die Verlademaus 5 mit am Start sein. 10,2 Meter Breite, wo wir dann unsere Rüben zum Beispiel mit aufnehmen können. Hat 354 PS. Kennt ihr soweit auch schon. Weiter wird auch die Navaro-Maus kommen, die ja wirklich viel, viel flexibler ist und auch lose Schüttgüter aufnehmen kann. Hat genauso viel Leistung, nur dass quasi hier vorne ein anderer Vorbau dran ist mit 8 Meter Arbeitsbreite. Von Rudolf sind auch wieder zwei neue Anhänger in der Liste mit drin, und zwar der TDK 301 RP mit 18.500 Liter plus der TDK 301 RA mit demselben Ladevolumen, nur ihr seht es ja, eine hat hier die Plane und eine andere hat hier die Möglichkeit zur Seite abzukippen. Dann ist auch die Marke Typhoon wieder mit am Start im 25er mit der EGV 65 AHK SG Seilwinde auf 60 PS. Weiter habe ich die Marke TT gefunden, die jetzt neu in der Liste ist, und zwar mit dem Colossus 10.000. Der ist auch für den Zuckerrohrtransport. Wenn Zuckerrohr geerntet wird, gab es im 22er entsprechend auch schon. Und dann zum Schluss haben wir von Zunhammer noch, ja, die Vipro. Das ist eine
Flitze, damit könnt ihr quasi eure Gülle direkt in Boden reinbringen auf 6,20 Meter Arbeitsbreite. Braucht ihr 80 PS zusätzlich zu dem, was das Güllefass, was ihr vorne dran habt, eh schon braucht. Dann könnt ihr mit 16 km/h hier Gülle ausbringen. Genau. Das war es jetzt soweit mit allen neuen Maschinen, die in dieser Liste auf der Webseite mit angekündigten Maschinen für den LS25 aufgetaucht sind. Schreibt mal gerne rein eure Meinung, euer Feedback zu diesem Video. Wie fandet ihr jetzt die Variante, dass ich hier schon viele Maschinen detailgetreuer aus dem 22er gezeigt habe im Vergleich zu dem Video von vor eineinhalb Wochen, wo ich einfach nur die Webseite gezeigt habe? Schreibt es gerne rein. Die Richtung, die ihr mehr favorisiert, werde ich dann zukünftig versuchen einzuhalten. Und ja, dann könnt ihr euch freuen. In ein paar Tagen, denke ich, gibt es doch wieder ein Update. Normalerweise passiert es immer im Laufe des Freitags. Und nicht vergessen, LS25 vorbestellen. Wer es noch nicht gemacht hat, sehr, sehr gerne Code RACING nutzen. Herzlichen Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Iltis. Ciao, ciao.